Ich wage es nicht zu glauben. Der AfD-Kandidat Tim Lochner hat in Pirna in Sachsen die Oberbürgermeisterwahl gewonnen. Das bedeutet, Deutschland hat den ersten Oberbürgermeister von der AfD. Nachdem im Sommer der erste AfD-Landrat gewählt wurde und natürlich auch einer Demokratieprüfung unterzogen wurde, gibt es jetzt danach. Auch den ersten Bürgermeister und jetzt auch noch einen Oberbürgermeister von der Alternative für Deutschland. Wer neu auf diesem Kanal ist, jetzt ein Abo dalassen für kritischen Content. Herzlich willkommen an alle und wir gucken uns direkt dieses Wahlergebnis an. Ich wage es immer noch nicht zu glauben, aber wir sehen es hier schwarz auf weiß bzw. grau und sehen hier ganz klar 38,54 Prozent für den AfD-Kandidaten Tim Lochner, Tischlermeister seines Zeichens. Und ich habe es euch ja in meinem anderen Video im Olympischen Kanal drüben, herzlich willkommen an alle, die jetzt hier neu sind, auf den Kanal gestoßen sind, gesagt, das wird kein knappes Rennen. Warum? Weil sich die. Parteien CDU und Freie Wähler eben nicht wie bei zahlreichen anderen Wahlen gemeinsam auf einen Kandidaten verständigt haben und das übliche Parteiengeklüngel ausgeübt haben. Heißt, dass man hingegangen ist, und die Grünen haben gesagt, wir unterstützen den von der CDU, die SPD hat gesagt, wir unterstützen den von der CDU oder bei einer anderen Wahl, wir unterstützen alle von der Grünen Partei den Kandidaten etc. Wir haben das mehrfach in diesem Jahr schon bei regionalen Wahlen mehrfach gesehen. Und dies Mal ist das nicht stattgefunden, denn sonst hätte er nicht gewonnen. Ne? CDU, 31, Prozent und 30% hier für die Freien Wähler. Und das wird ihn nachlaufen, das wird ihnen wehtun. Aber überlegt euch mal diese Relation, dass wir nämlich sehen, dass gegen die AfD als alleinige Partei, man als alleinige Gegenpartei, CDU oder Freiwähler, offensichtlich nicht ankommt. Nur durch Parteienbündnisse ist gegen die AfD, zumindest in Sachsen, aktuell schwer was entgegenzusetzen. Wir sehen das ebenfalls auch bei zahlreichen Umfragen für die Landtagswahlen. Sodass dort in Thüringen, in Sachsen-Anhalt und so weiter, in Brandenburg, wo wir im nächsten Jahr ja dann auch die Landtagswahlen sehen werden, die AfD wirklich eine, wenn nicht sogar die stärkste, aktuellste äh, Partei in den Umfragen ist und nur ein, zwei oder sogar drei Parteien sich zusammenschließen müssen, um gegen diese eine anzukommen. Daran sieht man ja das bürgerliche Interesse an dieser konservativen Partei und deren Politik. Und was jetzt hier auf Bürgermeister, ganz genau Oberbürgermeister-Ebene mit der Stadt Pirna mit über 30.000 Bewohnern sich. Genau so darstellt. Mich wundert es, dass hier die Briefwahl nicht so reingeschlagen hat. Da haben wir auch schon mal das ein oder andere Mal Sie sehen, dass das nochmal das Ergebnis geändert hat. Hier offensichtlich nicht. Und ich habe es ja im Teaser schon angekündigt. Ich bin gespannt, wann die Presse jetzt hier ordentlich Wind machen wird gegen den Herrn Kandidaten Tim Lochner, Tischlermeister. Ich betone es nochmal: ein Mann aus dem Volke, ein Selbstständiger, ein Mann, der als Meister in seinem Handwerk gearbeitet hat und nicht eben ein Berufspolitiker ist. Eben nicht erstmal irgendwo im Kreissaal geboren wurde, dann im Studium saß, im Hörsaal und dann in den Plenarsaal eingezogen ist. Nein, hier läuft das Ganze offensichtlich anders. Die Wahlbeteiligung ist nochmal deutlich höher gegangen zu meinem ersten Video zu diesem Thema, jetzt bei 53,8 Prozent und hier mit 38 zu der CDU-Kandidatin auf dem zweiten Platz 31 Prozent, wirklich ein meilenweiter Vorsprung. Wir sehen zum Beispiel Mitglied des Deutschen Bundestages von der AfD, Stefan Brandner. Über ihn hatte ich die Tage auch ein Video gemacht, dass er sich nämlich für die Situation oder dagegen ausgesprochen hat, dass Petra Pau, nachdem die, also die ist in der Partei Die Linken, wenn ihr sie nicht kennt, Bundestagsvizepräsidentin ihres Zeichens, jetzt wo die ähm, linke Fraktion sich im Bundestag aufgelöst hat, sagt er ganz klar und die AfD, sie dürfe dieses Amt nicht weiter ausüben. Aber die Altparteien sehen das ja anders. Wir kennen das. Er gratuliert genauso wie auch die AfD-Vorsitzende Dr. Alice Weidel. Gratulation nach Pirna. AfD-Kandidat Tim Lochner wurde dort mit großem Abstand zu seinem Konkurrenten zum ersten AfD-Oberbürgermeister gewählt. Danke an die vielen Wähler, die dieses für die AfD historische Ergebnis möglich gemacht haben. Und da ist natürlich direkt die Frage: historisches Ergebnis? Ja, das glaube ich auch. Und wir sehen, dass. Viele Leute offensichtlich eine andere Politik möchten als die, die sie jahrelang gesehen haben. Und das kann man für gut heißen. Da kann man nur jetzt sagen, nee, sehe ich nicht so. Ich würde jetzt weiterhin hier gerne die CDU-Kandidaten da sehen und sonst was. Muss jeder für sich selber entscheiden. Ich prophezeie euch, morgen gibt es garantiert hier am Kanal ein Video. Es gibt die ersten Vorkommnisse. Es gibt die ersten Anschuldigungen. Der Tischlermeister hat vielleicht mal irgendwie dies und jenes irgendwie schlecht gemacht. Wartet ab, da wird was kommen. Das ist noch lange so nicht ausgestanden. Denn wenn man sich in der Presse Nachrichten anguckt, heißt es hier zum Beispiel bei der Zeit, Kandidat der AfD gewinnt erstmals Oberbürgermeisterwahl. Wir aktualisieren, sehen hier 59 Kommentare. Und wo ist der meistgelikedeste hier? Älteste Kommentar. Wird nicht aktualisiert. Da war ein Kommentar, den wollte ich euch nicht vorenthalten. Zum Beispiel dieser hier Rechte müssen nur eine einzige Wahl gewinnen, nach dem Motto, dann ist es vorbei mit der Demokratie in Deutschland, dann ist es am Ende etc. pp. Hier sind wirklich belustigende, muss man ehrlich gesagt sagen, ähm, Kommentare dabei. Hier, der war's. Schauder und Entsetzen. Und bekommt dann 18 Sterne, 5 Herzen, etc. Ihr könnt ja mal in die Kommentare ein blaues Herz machen, wenn ihr euch über dieses Wahlergebnis hier im Speziellen freut. Denn. Offensichtlich, es soll ja eine demokratische Wahl gewesen sein. Und wenn die in Ordnung abgelaufen ist, dann ist dieses Ergebnis so zu akzeptieren. So wie das alle anderen Leute auch immer wieder machen müssen, wenn die AfD-Kandidaten dubioserweise kurz nach der Briefwahl verloren haben. Das haben wir sehr, sehr häufig gesehen. Weitere Pressestimme hier zum Beispiel, Oberbürgermeisterwahl in Pirna, AfD-Kandidat Lochner gewinnt. Also alles noch relativ auf einem neutralen ähm, Niveau, muss man hier wirklich an der Stelle. Ganz klar sagen. Nur ich bin halt gespannt, wie lange sich das weiterhalten wird. Denn wenn wir uns zum Beispiel daran zurückerinnern, ich hatte es ja vorhin auch kommentiert, dass der Robert Sesselmann von der AfD als erster Landrat in Deutschland ja aktiv ist, bekommen wir dann hier von ein paar Tagen am 12.12. .12., klar in der Taz eine Meldung: rechter Nebel in Sonneberg, fünf Monate AfD-Landrat in Thüringen. Leute, das ist beängstigend. Das ist ganz, ganz gefährlich, was da passiert. In Realität sieht das Ganze so aus, dass der Sessemann sehr fleißig ist. Bei Facebook könnt ihr ein bisschen mehr posten für meinen Geschmack, damit man noch mehr von seiner Arbeit hier mitbekommt. Und ich habe jetzt nichts mitbekommen von irgendwie tausend Leuten, die hier in Sonneberg ab, äh, abgewandert sind, die abgehauen sind, Firmen, die geschlossen wurden und sonst was aufgrund dieses Landrates, das wäre mir jetzt neu, oder dass dort irgendwelche Aufmärsche passiert sind oder sonst was. Nein, im Gegenteil. Im Gegenteil, ich sehe, dass hier ein AfD-Landrat, eine gute Landrattätigkeit macht. Das, was ein Landrat halt tut. Er trifft sich mit den verschiedenen Vereinen, hier mit der Freiwilligen Feuerwehr, hier mit irgendwelchen Leuten da Hände schütteln, hier Fotos machen, etc. pp. Und dafür sorgen, dass die Bürger vertreten werden von einem Landrat, dass, dass dieser Landkreis gut dasteht. Darum geht es doch. Alles andere ist doch unerheblich, Leute. Ob der links ist, ob der rechts ist, ob der oben ist, ob der unten ist oder was weiß ich. Es geht doch darum, dass diese Menschen uns vertreten. Und das ist doch unabhängig der Couleur, sofern sie sich im Fokus für den Bürger einsetzen. Was ich persönlich zum Beispiel bei verschiedenen Ministern auf Bundesebene leider aktuell nicht so empfinde. Aber da könnt ihr eure Bewertungen immer zu gerne in die Kommentare unten reinschreiben. Jetzt unbedingt ein Abo lassen. Herzlich willkommen nochmal an alle Neuen. Wir sind fast 100.000. Dann gibt es hier den vierten Playbutton an die Wand. Das ist das aktuelle Ziel für diesen Kanal. Dementsprechend danke, herzlich willkommen. Und bis zum nächsten und ciao.